Herzlich willkommen zu unserem Mittwochabend. Wir sind immer noch mit derselben Lehrrede beschäftigt wie die letzten 5 Mittwochabende, die ohne Übung kein Fortschritt heißt. Und ich lese noch mal den Anfang vor, auch um die Erinnerung zu stärken, worum es geht. So sehr auch ein Mensch, der keine Geistesschulung pflegt, den Wunsch hegen mag, ach, dass doch mein Herz von Dukkha befreit werde, so wird es eben dennoch nicht befreit. Und warum nicht? Weil er seinen Geist nicht entfaltet hat, wäre zu erwidern. Und entfaltet worin? In den 4 Grundlagen der Achtsamkeit, den 4 rechten Anstrengungen, den 4 Machtfährten, den 5 geistigen Fähigkeiten, den 5 geistigen Kräften, den 7 Gliedern der Erleuchtung und dem edlen 8-fachen Pfad. Jetzt haben wir schon ein paar Mal das Gleichnis von der Henne gehört, die auf dem Küken sitzt. Aber er hat noch ein anderes Gleichnis hier, was auch eindringlich ist. Wenn einem Tischler oder Tischlergesellen der Griff seines Beiles abgenützt ist, sich Fingerabdrücke zeigen, er dennoch nicht weiß, dass heute so viel, gestern so viel und zu anderer Zeit so viel vom Beilgriff abgenutzt wurde, sondern er eben das, was abgenutzt ist, als abgenutzt erkennt, ebenso auch steht es mit dem Menschen, der Geistesschulung pflegt. Wenn er auch nicht weiß, dass ihm heute so viel, gestern so viel, zu anderer Zeit so viel von den Leidenschaften geschwunden ist, so erkennt er doch das Geschwundene als geschwunden. Mit anderen Worten, wenn man übt, dann kommt ganz bestimmt dabei etwas heraus. Wir haben von den Grundlagen der Achtsamkeit, den rechten Anstrengungen, den Machtfährten und den geistigen Fähigkeiten bereits gesprochen. Die geistigen Fähigkeiten, die gleich sind mit den geistigen Kräften. Jetzt kommen die 7 Glieder der Erleuchtung. Die 7 Glieder der Erleuchtung fangen wieder mit Achtsamkeit an. Denn ohne Achtsamkeit ist es unmöglich, irgendetwas zu erkennen. Und Achtsamkeit bedeutet immer wieder, auf sich selbst aufzupassen. Aber es bedeutet auch, sehr wichtig, dass man nicht die Gründe für irgendwelche Unannehmlichkeiten, die sich in einem selbst breit machen, außerhalb von sich selbst sucht. Wenn man diese Gründe außerhalb von sich selbst sucht, dann hat man keinen spirituellen Pfad, hat man keine Übung, dann macht man das, was jeder macht, vor allen Dingen Kinder. Der andere ist immer schuld. Irgendwer muss ja schuld sein. Irgendetwas muss schuld sein. Nichts ist schuld. Es ist einfach das, was existiert. So ist es. Wenn man das in sich erkennt, durch die Achtsamkeit, dann ist keine Schuld nötig, keine Beschuldigung, sondern Erkennen. Achtsamkeit bedeutet eigentlich Erkennen. Einfach erkennen. Und sich selbst erkennen. Wen sonst? All die anderen Menschen, die herumlaufen, sehr interessant. Aber das wirkliche Erkennen kann nur im eigenen Innern stattfinden. Und wenn das nicht stattfindet, wir uns selbst nicht erkennen können, wenn wir immer wieder glauben, irgendetwas muss geschehen, damit wir glücklich sind, damit wir zufrieden sind, dann haben wir den Pfad verfehlt. Da gibt es dann nichts, was wir tun können. Erst wenn wir wissen, dass es einzig und allein an uns selbst liegt. Und natürlich, dass wir optimale Bedingungen für diese Selbsterkenntnis brauchen. Nämlich etwas Ruhe täglich, wo man in sich hineinschauen kann. Und das kann an sich jeder. Es ist nur so, dass manche Menschen es gar nicht wollen, wollen gar nicht so genau wissen, was da drin vorgeht. Das ist schade, denn nur das ist interessant.
Alles andere ist sozusagen die Kulisse des gleichen Theaterstücks, aber es ist nicht das Theaterstück. Das Theaterstück ist bei uns drin. Und daher also Achtsamkeit wieder an erster Stelle von den 7 Erleuchtungsgliedern. Diese 7 Erleuchtungsglieder oder Erleuchtungsfaktoren sind Übungswege, die, wenn sie perfekt sind, an die Erleuchtung, die vollkommene Freiheit bescheren können. Aber es sind vor allen Dingen Übungswege. Und diese Übungswege sind vom Buddha deutlich erklärt. Man muss es nur machen. Nachdem die Achtsamkeit aber schon besprochen worden ist, gehen wir zu dem zweiten von diesen Erleuchtungsgliedern über. Und das ist, oder wird genannt, die Ergründung der Daseinsmerkmale. Ein bisschen langer Titel, aber wir werden gleich verstehen, um was es da geht. Ergründung ist Untersuchung. Und die Daseinsmerkmale sind 3. Die Daseinsmerkmale sind in allem zu finden. Und immer die 3 gleichen. Aber wir können uns auch auf 1 davon spezialisieren. Und das sollten wir auch am Anfang tun, damit wir das eine mehr verstehen können, als wir es bis dahin verstanden haben. Das erste von den 3 heißt die Vergänglichkeit, die auch immer wieder erwähnt wird. Aber sehr häufig tun Menschen das damit ab, indem sie sich sagen, ich weiß ja, dass alles vergänglich ist. Und damit hat sich's dann. Es ist keine Ergründung. Eine Ergründung ist eine Untersuchung. Und eine Ergründung ist ein totales Verstehen, was so weit führt, dass das Anhaften sich lockert. Wenn wir zum Beispiel erkennen, dass es nichts gibt, was nicht vergänglich ist, aber nicht mit diesem Satz hausieren gehen, sondern es wirklich erkennen, dann haben wir eine Beruhigung. Wir müssen nicht an den Dingen, die wir glauben, dass sie so äußerst wichtig sind, anhaften, denn auch die sind vergänglich. Wir müssen nicht an uns selbst so innig anhaften, denn auch wir sind vergänglich. Wir müssen nicht an anderen Menschen so innig anhaften, wie wir das gewohnt sind zu tun. Und um ihr Leben zittern oder Angst haben, dass es nicht so wird, wie wir es uns vorstellen. Oder dass sie nicht da bleiben, wo sie sein sollen. Alles ist im Fluss. Alles läuft. Alles ist ständig in Bewegung. Aber um das zu ergründen, muss man sich hinsetzen und das in aller Ruhe kontemplieren. Es hat überhaupt keinen Sinn, im Gegenteil, es ist schädlich, das einfach damit abzutun, naja, ich weiß, es ist alles vergänglich. Wenn man das macht, dann blockiert man sich genauso den Weg, wie wenn man glaubt, dass die Unannehmlichkeiten von außen kommen. Es gibt so viele Wege, Möglichkeiten, sich den spirituellen Weg und den spirituellen Zugang zu blockieren, die beinahe noch viel mehr vielfältiger sind, als die Wege, den spirituellen Weg zu gehen. Die Wege, den spirituellen Weg zu gehen, sind an sich einfach und deutlich, muss nur machen. Aber in sich zu blockieren, da gibt's unendlich viele Möglichkeiten. Und einer davon ist zu sagen, ja, ja, ich weiß schon. Oder jetzt habe ich schon 3-mal gehört oder 30-mal gehört, stimmt schon. Oder ich habe es gelesen, ist in Ordnung. Buch abgehakt, in das Regal zurückgestellt. Nächste Buch. Das ist eine absolute Blockade. Und bei dieser Blockade ist es sehr schwer, wenn einem das nicht jemand sagt, sich daraus wieder herauszuarbeiten. Weil man ja überzeugt davon ist, dass man selber am besten weiß.
man es ja begriffen hat. Nun ist es absolut nicht schwierig, Vergänglichkeit zu verstehen. Ich meine, es ist ein Wort, was nicht schwierig ist zu verstehen. Das kann jeder verstehen, das Wort Vergänglichkeit. Und es ist vielleicht auch gar nicht so schwierig, dem zuzustimmen. Aber es ist sehr schwierig, das ständig zu erleben. Und nur darum geht's. Es geht um das eigene Erleben. Und wenn wir das Erleben in uns, innen, nicht intellektuell erklärt und nicht auf geistiger Ebene nur verstanden, sondern gefühlt, dann haben wir Dings, sind wir den Weg gegangen. Dann haben wir ihn wirklich beschritten. Es gibt sehr wenige Menschen, die die Vergänglichkeit fühlen. Sehr häufig fühlen sie sie, wenn sie eine lebensbedrohende Krankheit bekommen und wehren sich dagegen mit allen ihnen möglichen Mitteln. Oder aber, wenn eine lebensbedrohende Krankheit beim geliebten Menschen im Tod endet, dann ist es eventuell sogar noch etwas deutlicher als bei der eigenen lebensbedrohenden Krankheit. Aber auch da wird die Vergänglichkeit nicht gesehen und akzeptiert, im Allgemeinen, es gibt natürlich immer Ausnahmen, sondern man fühlt sich geschädigt, weil man hat etwas verloren, an dem man angehaftet hat, was man unbedingt behalten wollte. Daher ist es nur vernünftig, sich mit der Vergänglichkeit auseinanderzusetzen, bevor diese Dinge eintreten, die ich eben erwähnt habe. So dass, wenn sie eintreten, und sie treten bei jedem ein, die lebensbedrohende Krankheit, die im Tod endet, tritt bei jedem ein. Sie kann einen Tag dauern, eine Minute oder auch länger, ein Jahr oder länger. Bevor man zu diesem Punkt kommt, dass man sich mit der Vergänglichkeit so auseinandergesetzt hat, dass sie selbstverständlich ist und dass man sie fühlt. Da fängt man an mit dem Atem. Jeder Atemzug ist vergänglich. Nichts wäre selbstverständlicher. Der Geist sagt dazu, naja, na und? Da muss man mal genau hinschauen. Was ist, wenn er nicht vergänglich ist? Dann sind wir ganz schnell tot. Was bedeutet das, dass jeder Atemzug vergänglich sein muss? Weil wir sonst nicht leben können. Das bedeutet, dass alles, was in uns hineinkommt, und wir reden jetzt vom Körper, wieder vergeht und entschwindet. Essen, Trinken, Bewegung, alles, was den Körper angeht. Bei der Gelegenheit empfehle ich immer wieder und werde es auch immer wieder tun, sich seine alten Fotoalben anzuschauen. Von der Geburt bis heute. Das soll alles der gleiche Mensch sein, aber wirklich mal anschauen. Und wirklich mal erkennen, was ist da eigentlich vorgegangen? Na ja, natürlich, man ist aufgewachsen, man ist älter geworden, ist ja selbstverständlich. Ja, aber hat man es auch wirklich gefühlt, dass hier ein Körper ist, der von Anfang bis jetzt Ich genannt wird und nicht auf zwei Bildern gleich aussieht, sondern auf jedem Bild total anders aussieht, sogar wenn die Bilder am selben Tag gemacht werden. Anderer Gesichtsausdruck, anderes Lichtschein, andere Körpersprache. Aber wenn es da Jahre dazwischen liegen, da kann man es überhaupt nicht mehr erkennen. Da muss man Namen runterschreiben. Das ist überhaupt nichts zu erkennen. Man schaut sich das mal mit etwas Verständnis an und mich mit dieser oberflächlichen Idee, ach, wie niedlich war ich doch mal. Ganz sicher sogar. Aber
Das hilft uns ja nichts. Das ist ja alles weg, ne? Die ganze Niedlichkeit. Das ist verschwunden. Und jetzt können wir uns in den Spiegel schauen und dann können wir auf das niedliche kleine Kind gucken und wo ist denn das geblieben überhaupt? Existiert von dem noch etwas? Was existiert von diesem sehr niedlichen kleinen Kind, das unseren Namen eventuell getragen hat? Auch das ist fraglich. Allgemein werden die Namen auch geändert unterwegs. Was existiert davon noch? Das ist eine sehr interessante Frage. Ich werde auch gar keine Antwort darauf geben, sondern wenn man wirklich interessiert daran ist, inneren Frieden zu finden, dann muss man die Antwort selber finden. Was gibt's davon noch? Was existiert da noch? Oder von demjenigen, der vor 10 Jahren fotografiert wurde. Was existiert von dem noch? Oder von demjenigen, der wir heute Morgen waren. Selber mal untersuchen. Was ist da noch vorhanden? Können wir mit Sicherheit behaupten, dass von heute Morgen bis jetzt der Körper sich in keiner Weise geändert hat? Bestimmt können wir nicht mehr denselben Atemzug nehmen, den wir heute Morgen genommen haben. Wäre unmöglich, ne? Ausgeschlossen. Wir können auch nicht mehr dieselbe Bewegung machen, die wir heute Morgen gemacht haben. Wir können auch nicht mehr denselben Herzschlag haben. Und wir können auf keinen Fall dieselben Gedanken haben. Sind alle weg. Und dieselben Gefühle auch nicht. Also wenn uns es möglich ist, diese Zeitspanne von der Zeit von vor 10, 20, 30, 40 Jahren zu verkürzen und immer näher an uns jetzt heranzukommen, dann wird uns immer klarer, dass hier überhaupt keine Solidität und Kompaktheit existiert. Der Grundfehler, dass wir glauben, hier ist Solidität und Kompaktheit, liegt daran, dass wir das Erdelement, aus dem wir bestehen, als Ich bezeichnen. Das ist die Kompaktheit des Körpers. Und dennoch wissen wir alle, ganz sicher sogar, dass wir zu beinahe 80% aus Wasser bestehen. Und was ist daran kompakt? Überhaupt nichts. Das kann nur fließen. Und wer kümmert sich darum? Ganz wenige Menschen. Die muss man mit der Lupe finden. Jemand, der sich darum kümmert, dass er mit so 80% oder beinahe 80% aus Wasser besteht. Und was das eigentlich bedeutet. Im Gegenteil, wir machen ganz was anderes. Wir versuchen, diese Kompaktheit und Solidität, die augenscheinlich ist, das ist eine optische Täuschung, die vorhanden ist, weil wir es sehen angeblich und weil dieses Erdelement eben sehr prominent ist, wir versuchen, diese ganze Sache in bester Ordnung zu halten. Und es kommt uns gar nicht in den Sinn, dass erstens mal man es nicht in Ordnung halten kann auf die Dauer. Alter, Krankheit und Tod ist jedem gewiss. Und zweitens mal, dass es gar nicht so wichtig ist. Wir haben eine ganz falsche Einstellung, nicht nur uns selbst und der Welt gegenüber, sondern der Vergänglichkeit gegenüber. Wenn wir uns mit der einmal wirklich auseinandersetzen sollten, da kommen ganz andere Gedankengänge hoch. Da kommt ein ganz anderes Verständnis hoch. Und dann sagt man natürlich auch noch, wenn das Verständnis so ein bisschen nahe kommt, ja, aber ich hätte es doch gern anders. Und da kann man sich dann mal überlegen, ob sich die Naturgesetze und die Welt im Ganzen nach unseren Wünschen richtet. Oder ob es einfach so ist, wie es ist. Wir sind zu beinahe 80% Wasser und wir sind alle dem Tode geweiht. Und wenn wir es gern anders hätten, na was nutzt uns denn das? Das nutzt uns nur das Gegenteil hier. Es bringt die Angst vor dem,
was wirklich ist in unser Leben. Und daher ist Angst die prominenteste Eigenschaft bei allen Menschen. Dazu gehört auch noch zu verstehen, und wir haben das auch schon hier erwähnt, dass Angst gleichbedeutend ist mit Hass. Man kann nur Angst vor dem haben, was man hasst. Man kann nicht Angst vor dem haben, was man wirklich liebt. Daher, wir hassen die Idee unserer eigenen Vergänglichkeit, der ganzen Vergänglichkeit und alles um uns herum. Und daher haben wir Angst davor. Weil wir nämlich unterschwellig genau wissen, dass es so ist. Es ist unmöglich, dazu zu argumentieren. Und auch wenn wir 10-mal Ja aber sagen, was ja immer wieder geschieht, was kommt dabei raus? Am Ende ist sowieso die Vergänglichkeit der Gewinner. Die gewinnt auf jeden Fall. Es ist ein verlorenes Argument, bevor wir anfangen. Wieso sich nicht in die Naturgesetze hineindenken und so hineinbegeben, dass man mit ihnen lebt und nicht gegen sie? Solange wir die Vergänglichkeit als etwas Bedrohendes ansehen, leben wir gegen die Naturgesetze. Wenn wir die Vergänglichkeit tagtäglich, immer wieder, die ganze Zeit in uns verarbeiten und dadurch spüren, leben wir mit den Naturgesetzen. Das wird genannt die Daseinsmerkmale, wir können es aber auch die Naturgesetze nennen. Gerade hier, wo es 4 Jahreszeiten gibt, sind die Naturgesetze der Vergänglichkeit äußerst deutlich außerhalb von uns zu erkennen. Aber wie gesagt, wir brauchen nur in unsere Fotoalben schauen und in den Spiegel gucken, dann können wir die Naturgesetz der Vergänglichkeit auch von uns aus erkennen. Und das ist erst einmal die Körpervergänglichkeit. Die Gedanken und die Gefühle ist das andere, was bei uns existiert. Die meisten Menschen können sich noch nicht einmal an das erinnern, was ihnen wichtig ist. Geschweige an alles andere, was sie sonst noch denken. Und müssen sich aufschreiben, was ihnen absolut geschehen muss, weil sie vielleicht einen Termin haben oder so etwas. Geschweige an die Dinge denken und sich erinnern können, die wir denken. Wie viele Gedanken haben wir schon gehabt in diesem Leben? Ist das überhaupt möglich, damit eine Zahl zu benennen? Ich glaube kaum. Welcher davon existiert? Doch nur der jetzige, der diese eine Sekunde. Wenn wir uns einmal die Dinge anschauen, so wie sie wirklich sind, und das hat der Buddha empfohlen, dass wir uns die Dinge mal so anschauen, wie sie wirklich sind, dann wird uns ganz klar werden, nach einiger Zeit, dass wir nur in dieser einen einzigen Sekunde leben können, in die jetzt gerade ist und jetzt schon wieder vorbei ist. Und Digitaluhren helfen großartig dabei. Die zeigen ganz deutlich den schnellen Verlauf von allem, von der Sekunde und der Millisekunde. Sie existiert und sie vergeht. Wieso sträuben wir uns eigentlich dagegen? Oder wieso geben wir uns nicht genügend Mühe, um das in uns zu verinnerlichen? Weil ein Grund, um die letzte Frage zu beantworten, ist darum, weil es uns nicht gesagt wurde. Das ist erklärlich und verständlich. Aber sich dagegen sträuben, ist unerklärlich und unverständlich. Und wir sträuben uns so lange dagegen, solange wir an irgendetwas anhaften. Was immer es sei. Und im Allgemeinen haften wir an den Menschen an, die wir meinen nennen. Und da sollten wir auch mal hinschauen, ob das eine wahrhaftige Bezeichnung sein könnte. Können wir irgendjemanden als mein bezeichnen? Ist sowas überhaupt möglich? Oder ist das nichts anderes wie der Sprachgebrauch, der natürlich aus unserer Gedankenwelt entstanden ist? Der Sprachgebrauch entsteht daher, wie die Menschen denken.
Es ist nicht erst die Sprache und dann das Denken, es ist erst Denken und dann die Sprache. Wir müssen das einmal anschauen und sehen, wie viel Kummer uns dieses Mein-Denken bereitet. Kummer in der Form von Angst. Und Kummer in der Form von nicht bekommen, was wir wollen, bekommen, was wir nicht wollen und Disharmonie. Solange etwas mein sein soll, will ich doch darüber auch eine Oberherrschaft haben. Also Machtansprüche. Das ist mein, also muss ich es doch in der Art und Weise handhaben können, wie ich es will. Können wir das mit anderen Menschen? Doch nur, wenn wir uns in Argumente und in Disharmonie einlassen. Solange das ohne Argumente und ohne Harmonie zugehen soll, können wir keine Machtansprüche stellen. Wer immer es sei. Das Gleiche ist mit uns selbst. Wir nennen diesen Körper mein. Wir nennen die Gedanken mein. Wir nennen die Gefühle mein. Haben also einen Machtanspruch darüber. Müsste alles so funktionieren, wie wir es gern hätten. Tut's das? Kann man sich mal selber befragen. Tun die Gedanken genau das, was man gern hätte? Tun die Gefühle das, was man gern hätte? Und tut der Körper das, was man gern hätte? Muss man mal überlegen. Und wenn die Antwort nein ist, was sie selbstverständlicherweise sein sollte, manchmal funktioniert's, aber meistens nicht, dann müsste man sich mal überlegen, ja, wieso eigentlich nicht? Da muss doch irgendwas nicht stimmen bei dieser Denkart. Und es stimmt doch nicht. Und der Grund, warum es nicht stimmt, ist, weil es nichts gibt, was mein ist. Weil alles im Fließen ist. Wenn wir einen kleinen Bach sehen, und einen fließenden Bach, und möchten etwas von dem Wasser, das da fließt, behalten und tun die Hand hinein und wollen es hochheben. Was kriegen wir? Ein Bach? Wir kriegen eine nasse Hand, weiter gar nichts. Ein Bach kriegen wir bestimmt nicht. Sollten wir selbst einen Eimer nehmen, was kriegen wir denn dann? Kriegen wir einen Bach? Dann kriegen wir einen Eimer voll Wasser. Solange es fließt, ist ein Bach. Wenn wir es haben wollen, ist kein Bach mehr. Gegen das Naturgesetz. Ist genauso mit uns. Solange wir mitfließen, ist alles harmonisch. Wenn wir uns dagegen stemmen, und das machen wir andauernd, die Vergänglichkeit passt uns überhaupt nicht, weil ja jeder Tag vorbei ist. Alles, was wir erleben, ist ständig vorbei. Und wir wollen es festhalten. Was halten wir denn da fest? Wir halten nichts anderes fest als unser eigenes Anhaften. Anders können wir überhaupt nicht festhalten. Wir können weder diesen Körper festhalten und sagen, so, jetzt ist er mal so weit gediehen, jetzt ist er 40, 50, 60 Jahre, jetzt soll er so bleiben, denn ich will nicht 70 oder 80 werden. Oder irgend so etwas. Das ist unmöglich. Der wird jede Sekunde älter. Und ist jede Sekunde eine Sekunde näher zum Grab. Da können wir uns dagegen wehren, wie wir wollen. Das Aussehen wird ständig älter. Ist überhaupt nichts gegen zu tun. Die Gedanken festzuhalten, wie schon gesagt, muss man ein Stück Papier nehmen. So viele Gedanken, wie wir haben, so viel Papier gibt's gar nicht. Da gibt's gar keine Bäume mehr, wenn wir da alle aufschreiben wollten. Es wird schon viel zu viel aufgeschrieben. Aber wenn wir da alle aufschreiben wollten, wäre unmöglich. Und was mit unseren Emotionen und Gefühlen? Können wir die festhalten? Nichts davon ist möglich. Alles, was wir festhalten wollen, geht gegen die Naturgesetze. Und wir bleiben nur mit Anhaften bestehen. Weiter gar nichts. Alles andere läuft uns durch die Finger. Die Zeit. Wir wollen immer die Zeit schön festhalten. Wir reden uns immer ein, wir haben nicht genug Zeit. Was ist denn das eigentlich, Zeit? Zeit ist ein etwas, was wir
in kleine Kategorien eingeteilt haben mit Zahlen drauf und haben daraus Uhren gemacht. Sehr günstig, wenn man jemand zu einer bestimmten Zeit treffen muss, damit er dann auch da ist. Aber sonst, was ist denn Zeit? Allgegenwärtig, unendlich, unverbindlich, niemals überhaupt festzuhalten. Und wir versuchen das auch immer. Wir machen lauter Dinge, die uns das Leben total erschweren. Und das Resultat ist dann, man fühlt sich überfordert, man glaubt, man ist unter Stress, unter Druck, alles ist viel zu viel, hat man sich alles selber gebastelt. Ist alles selbst gebastelt. Alles fließt, alles bewegt sich und wir mit. Aber da wir ganz andere Ideen haben, so haben wir natürlich mit diesen anderen Ideen riesige Schwierigkeiten, weil wir sie nicht verwirklichen können. Wir versuchen, etwas in dieses Leben hineinzubringen, was da nicht vorhanden ist. Die Vergänglichkeit zu untersuchen bedeutet, dass wir sie ernst nehmen. Das bedeutet, bevor wir die Vergänglichkeit ernst nehmen können, dass wir das spirituelle Wachstum ernst nehmen. Das bedeutet, dass wir wissen, was spirituelles Wachstum bedeutet. Spirituelles Wachstum kann sich nur darin zeigen, so wie auch hier das Gleichnis es sagt, dass sich etwas ändert. In uns und um uns herum. Wenn sich nichts in uns ändert, dann haben wir gescherzt. Dann hatten wir vielleicht den guten Willen, was auch gutes Karma macht, aber wir haben nicht verstanden, um was es geht. Das ist viel, viel häufiger, als man annehmen sollte. Der gute Wille ist vorhanden, aber es passiert nichts. Weil so viele Blockaden im Weg sind, die alle auf Ich aufgebaut sind. Ich bin so ein Mensch. Ich denke auf die Art und Weise. Ich glaube an das. Ich werde das machen oder jenes machen. Ich will das oder jenes oder ich will das oder jenes nicht machen. Mit den Blockaden geht's nicht. Wenn man diese Blockaden erstmal ausräumen kann, langsam, bedächtig, eine nach der anderen. Was ich alles will und alles bin, steht alles im Weg. Wir sind was ganz anderes. Wir sind im Prinzip nicht nur spirituelle Wesen, dadurch materiell, weil wir diesen Körper haben, sondern wir sind auch nicht diese Kompaktheit, mit der wir ständig zu tun haben. Aber das kann man nicht sofort erkennen. Daher, wenn wir uns wirklich weiterbilden wollen, und das bedeutet nicht, dass wir nur wieder eine neue Fähigkeit lernen, sondern weiterbilden, indem unser Geist Geistesschulung durchmacht. Und Geistesschulung ist nichts anderes wie die spirituelle Bildung. Da müssen wir untersuchen. Immer wieder untersuchen. Und am wichtigsten ist diese Untersuchung, wenn der Geist negativ wird. Was er ja die Gewohnheit bei fast allen Menschen, ich sage höflicherweise fast, ich könnte auch allen sagen, hat, ständig immer wieder zu tun. Bei manchen Menschen macht es 90% der Zeit. Und bei manchen Menschen nur 50% der Zeit. Das sind Glückspilze. Alles, was über 50% der Zeit negativ ist, ist äußerst unangenehm. Aber wenn, was immer es sei, hochkommt, dann mal untersuchen,
Wogegen wehre ich mich denn eigentlich? Was passt mir denn schon wieder nicht? Was ist denn jetzt schon wieder los? Werde ich auf diese Art und Weise Glück und Frieden erleben? Und werde ich auf diese Art und Weise Glück und Frieden um mich verbreiten? Oder genau das Gegenteil? Logischerweise genau das Gegenteil. Und dann kann man sich fragen, ist das meine Absicht? Sehr häufig ist da schon die erste Blockade. Die Rechtfertigung. Na, eigentlich habe ich ja gar nicht solche Absichten, aber wenn die anderen so sind, je mehr wir die Vergänglichkeit verstehen und in uns verinnerlichen, desto weniger blockieren wir unseren eigenen Weg. Und desto weniger werden wir auch glauben, dass andere irgendwie mitspielen dabei. Die haben ihre eigenen Blockaden, die haben ihre eigenen Schwierigkeiten, die wahrscheinlich sogar größer noch sind als unsere eigenen. Wir brauchen sie nur Mitgefühl für sie zu haben, weiter gar nichts. Die Ärgernisse, die ein Mensch hat, sind genauso vergänglich wie alles andere. Wenn dir zum Beispiel eine Unannehmlichkeit vergänglich ist, dann freuen wir uns drüber. Wenn eine Annehmlichkeit vergänglich ist, dann ärgern wir uns. Wieso akzeptieren wir nicht einfach Vergänglichkeit? Dann brauchen wir weder das eine noch das andere. Dann fließen wir wie dieser fließende Bach. Der freut und ärgert sich auch nicht. Der fließt. Denn nur so kann er Bach heißen. Nur so können wir Mensch heißen, wenn wir fließen. Sobald alles in uns aufhört zu fließen, sind wir fürs Begräbnis zuständig. Es muss fließen. Die meisten Menschen versuchen, diesem Fließen zu entkommen. Unmöglich. Geht nicht. Daher große Schwierigkeiten. Die erste Einsichtsstufe, die einem das etwas klarer, deutlich macht, was wir eigentlich sind, ist, dass wir einmal Körper und Geist auseinanderhalten und nicht immer das eine mit dem anderen vermengen. Selbstverständlich sind sie aufeinander angewiesen, auf dieser menschlichen Ebene, und der Geist reagiert auf den Körper, das ist klar. Aber es ist ein erster Einsichtsschritt, zu erkennen, dass hier zwei Phänomene vorherrschen und nicht eins, das ich heißt. Der Buddha hat seine Einsichten darauf basiert, dass wir in der Lage sind, uns selbst einmal etwas auseinanderzunehmen, zu analysieren und dieses Gefühl für diese Kompaktheit zu verlieren. Diese kompakte Ich, das unbedingt Dinge so haben will, wie es es gerne hätte. Es geht einfach nicht. Die Welt macht nicht mit. Die fließt. Wenn wir also einmal erstmal diesen ersten Schritt unternehmen, der Einsicht, der ist Körper und Geist. Und da ist uns, es ist wichtig auch und es ist ganz einfach zu verstehen, dass der Geist vorherrschend ist. Wenn der Geist dem Körper nicht gesagt hätte, er soll sich auf den Weg machen und hierher kommen, dann würde der Körper jetzt nicht hier sitzen. Das musste der Geist machen. Der Körper hat keinerlei Fähigkeiten, solche Dinge zu tun. Der kann nur dem Geist gehorchen. Manchmal tut er das auch nicht. Was wir aber tun, wir sehen das als eine Sache, die ich heißt. Und wenn wir das weiter tun, dann wollen wir auch nicht dieses Zerfließen erkennen. Denn es soll ja eine kompakte Einheit sein, die ja in diesem Leben irgendwelche Dinge als kompakte Einheit haben will. Es ist leider nicht möglich.
Wir sind alle einem Wunschtraum unterlegen, der nicht realisierbar ist. Und dann wundern wir uns noch, wieso wir so häufig unzufrieden sind. Wunschträume, die unrealisierbar sind, können nur Unzufriedenheit hervorbringen. Und Unzufriedenheit ist das Gegenteil von friedlich sein. Frieden gibt's nur im Innern. Muss man versuchen, diese unrealisierbaren Wünsche fallen zu lassen. Das kann man aber nur, wenn man etwas mehr Wahrheit erkannt hat. Also zuerst einmal Körper und Geist erkennen. Zwei Dinge aufeinander angewiesen. Ständige Reaktionen des Geistes auf den Körper. Aber dennoch, der Geist ist vorherrschend. Wenn wir das erkannt haben, wird uns auch schlagartig klar, wieso man jeden Tag meditieren muss. Der Körper soll jeden Tag essen. Und der Geist, was soll der machen? Der soll sich weiter mit den unwichtigen Dingen des Alltags beschäftigen, rumärgern, reagieren, haben wollen. Auf die Art und Weise kann er nicht sehr gesund sein oder aber auch lange in diesem Leben fähig sein. Und mit dem Körper, so lange, wie die meisten Menschen dem Geist keine Meditation zuführen, dem Körper keine Nahrung zuführen, wäre er längst tot. Dass der Geist überhaupt noch funktioniert, ist ein Wunder. Wenn wir ihm nicht die Möglichkeit geben, sich erstens einmal auszuruhen in der Meditation, das heißt nicht schlafen bitte, das heißt zur Ruhe zu kommen. Das ist die Möglichkeit aufzuhören zu denken. Und zweitens mal ihm die Möglichkeit geben, Dinge so zu erkennen, wie sie wirklich sind. Davon schärft er sich. Die Meditation ist Nahrung, oder wir können auch sagen, Jungbrunnen für den Geist. Nur dann ist der Geist fähig, weil er Kraft schöpft. Wenn wir also erkennen, dass der Geist unser ganzes Leben unter sich hat, dass alles andere, was wir machen, nur vom Geist angeordnet ist und sozusagen die Kulisse bildet für das, was wirklich ist, nämlich das spirituelle Wesen, das wir sind, dann wird uns wahrscheinlich sofort klar, wieso wir tagtäglich meditieren und kontemplieren müssten. Nachdem es uns klar geworden ist, muss man es natürlich auch noch machen, aber das Klarwerden ist ja auch schon ein großer Schritt. Dass wir auf unseren Körper reagieren, ist nichts weiter als unsere Abwehr der Vergänglichkeit. Mal fühlt er sich gut, mal fühlt er sich nicht gut. Mal ist er gesund, mal ist er krank. Er wird ständig älter, das kann überhaupt keiner stoppen. Aber weil wir uns auf die Vergänglichkeit nicht eingelassen haben, reagieren wir immer wieder auf unseren Körper, was im Prinzip total unnötig ist. Je weniger wir auf unseren Körper reagieren, desto mehr können wir uns unserem Geist widmen und ihn so weit kultivieren und so weit entwickeln, dass wir eines Tages die absolute Wahrheit sehen und uns nicht mehr mit unrealistischen Wunschträumen abzugeben brauchen, wie wir es so gerne hätten und nie bekommen werden. Wir sind absolut vergänglich. Der Tod wartet auf jeden. Ist nur eine Zeitfrage. Was machen wir inzwischen? Versuchen wir, nicht dran zu denken, ihn abzuwehren? Versuchen wir, recht viel festzuhalten? Alles mit viel Kummer und Sorge verbunden. Wenn uns klar geworden ist, dass Körper und Geist zwei Phänomene sind und es auf den Geist ankommt, dann wird es uns möglich sein, dass wir das Entstehen und Vergehen im Geist und auch im Körper immer beobachten.
Die Ergründung der Daseinsmerkmale bedeutet aber nicht nur, dass wir es in uns selbst erkennen und verstehen, sondern auch in allem anderen. Das heißt also, wir können uns fragen, und es ist wichtig, sich zu fragen, kann ich irgendwo etwas finden, wo immer es sei, das nicht entstanden ist und daher auch vergehen muss? Und wenn dann die Antwort ist, dass man irgendwas gefunden hat, dann ist die nächste Frage, und woher weiß ich das? Und dann wird einem sehr leicht und schnell klar, dass es ein Wunschgebilde ist. Etwas, was man gehört hat und akzeptiert hat, weil es den eigenen Wünschen zurechtkommt. Die eigenen Wünsche, die etwas haben wollen, wo man sich festhalten kann. Immer wieder untersuchen, was kann ich finden, was nicht entstanden ist und wieder vergehen muss. Und wir können in uns hineinschauen, in uns selbst, aber wir können es auch außerhalb von uns tun. Und es ist ein langsamer und fortschreitender Prozess. Wir sehen nicht alles auf einmal. Und da ist immer wieder die Gefahr, dass der Geist, der ja mit dem dritten Hindernis der Lässigkeit und Trägheit behaftet ist, was wir etwas weniger höflich mit Faulheit bezeichnen können, dann sagt, naja, ich weiß schon, ist alles vergänglich. Nachdem er sich ein bisschen bemüht hat, die Vergänglichkeit zu sehen, fängt er wieder an, faul zu werden und sagt, ich weiß jetzt schon. Und macht alles genau wie vorher. Und dann wundert er sich, wieso die Harmonie fehlt. Die innere Harmonie und auch die äußere. Denn unsere Umwelt ist unser Spiegel. Die äußere Harmonie ist nur dann möglich, wenn die innere Harmonie vorhanden ist. Wenn man im Inneren keine Harmonie hat, gibt es nirgends auf der Welt ein harmonisches Außenleben. Alles ist ein Spiegelbild. Denn in dem Spiegel können wir nur das sehen, was vor dem Spiegel steht. Genau wie beim materiellen Spiegel, wo die Materie davor steht. Genauso ist bei dem geistigen Spiegel auch. Der Buddha hat diese Wege der Analyse uns empfohlen, damit wir einmal von den Fehlgedanken, die wir haben, wegkommen, von der Unzufriedenheit, die diese Fehlgedanken hervorrufen, und ein friedliches und harmonisches Innenleben bekommen, so dass wir die Zeit zwischen jetzt und unserem Tod in einer total zufriedenen Art erleben können, ohne dass wir unbedingt irgendetwas haben müssen, werden müssen, sein müssen. Nichts davon. Es ist einfach so, wie es ist. Die Dinge, die er uns erklärt hat, sind nicht nur verständnismäßig, analytisch, sondern sie müssen vom Verstand zum Gefühl übergehen. Und nur dann, wenn sie zum Gefühl übergegangen sind, haben wir sie verinnerlicht. Alles andere ist zwar auch wichtig, wir müssen erstmal verstehen können. Wenn wir nicht verstanden haben, können wir sowieso nichts machen. Aber wenn es nicht zum Gefühl übergegangen ist, dann können wir unsere Verbindung zu uns selbst und anderen Menschen nicht ändern. Dann bleibt alles auf derselben Ebene, wie es immer gewesen ist. Ich will, ich kann, ich muss, ich werde. Oder das Gegenteil. Ich will nicht, ich werde nicht, ich kann nicht, was immer es gerade ist. Dann ist es immer wieder diese Kompaktheit, die Solidität, die sich da, die da hervortritt und alles das will, was sich einredet. Haben wir schon mal gemerkt, dass wir uns
unendlich viele Dinge einreden, die wir haben wollen oder loswerden wollen. Und dass uns das nichts wie Unzufriedenheit bereitet. Weil es natürlich keinen Frieden bringt, wenn wir Dinge haben wollen, die wir loswerden wollen. Wenn wir wissen, dass alles fließt, bedeutet nicht, dass wir deswegen nichts machen können. Im Gegenteil. Wir machen es mit einer leichten Hand. Weil es fließt ja sowieso. Es muss nicht festgehalten werden. Und mit dieser Leichtigkeit, mit der wir es dann machen, wird es im Allgemeinen viel besser, als wenn wir es festhalten wollten. Festhalten wollen bedeutet in diesem Fall Resultat denken. Es muss was bei rauskommen. Wieso eigentlich? Wieso muss eigentlich bei den Dingen, die wir tun, was rauskommen? Jedes Resultatdenken bringt Unruhe und Unglück in den Geist und ins Gefühl. Wollen wir erstens einmal uns nicht auf diese eine Sekunde, in der wir sind, konzentrieren können. Weil wir denken ja an das Resultat, was wir haben wollen von dem, was wir machen. Wir sind also auf jeden Fall im Zwiespalt. Wenn nicht überhaupt nur in der Zukunft. Aber auf jeden Fall im Zwiespalt. Es soll was bei rauskommen. Und durch dieses Resultatdenken, das uns also unseren Geist in Zwiespalt bringt, und wir uns nicht auf eine Sache konzentrieren können, haben wir auch nicht die Fähigkeit, diese eine Sache auf die beste Art und Weise zu erledigen. Aber nicht nur das. Wir sind bedrückt. Wir haben Angst. Wir kriegen nicht das Resultat, das wir gern hätten. Und diese Bedrückung kann so weit gehen, dass sie ständig vorhanden ist. Und dann glauben wir, ist der Chef, ist der Verkehr, ist die Mutter, das Wetter, was immer. Irgendwas muss doch sein. Gar nichts anderes ist es, als die eigene falsche Denkweise. Der Buddha hat uns Wege und Möglichkeiten gegeben, richtig zu denken. Das macht man aber nicht über Nacht. Das muss man üben. Und wenn man nicht meditiert und nicht kontempliert, und zwar tagtäglich, ist diese Übung in der tiefen Perspektive, in der ich sie erklärt habe, nicht möglich. Das muss man tagtäglich den Geist zur Ruhe bringen, damit er Kraft schöpft, damit er Muskeln bekommt, damit er einspitzig wird. Und tagtäglich, immer wieder, das betrachten, was wirklich ist. Dass alles, was entstanden ist, also wir, vergehen muss. Und beim Vergehen ist. Es ist dabei. Sind wir noch so kräftig und wie wir vor 20 Jahren waren? Haben wir noch dasselbe Aussehen? Es muss vergehen. Und all das, was uns daran hindert, das zu sehen, ist nichts weiter wie die Lässigkeit des Geistes, der die Wahrheit nicht untersuchen will, weil sie ja nicht auf die Art und Weise sich entpuppt, wie wir es uns ausgedacht haben. Wenn wir aber diese Wahrheit dann eines Tages wirklich sehen, und diese Vergänglichkeit in uns wirklich aufgenommen haben, dann ist das eine Riesenerleichterung. Wir brauchen keine Resultate. Das Resultat ist alles schon vorhanden. Wir haben die Vergänglichkeit in uns aufgenommen. Wir brauchen nicht noch etwas extra zu haben, zu sein, zu werden, zu können. Wir sind schon das, was wir sein möchten. Und wir brauchen nichts festzuhalten, weil nichts festzuhalten ist. Können also mitfließen. Und das ganze Resultatdenken fällt ins Wasser. Nichts ist mehr da, was Resultate bringen muss. Es läuft sowieso von allein. Es ist eine derartige Erleichterung, dass der Geist von selbst ruhiger wird. Und wenn der Geist ruhiger wird,
kann er besser meditieren. Wenn er besser meditieren kann, kann er alles besser verstehen. Auf Englisch sagt man dazu Catch 22. Wenn das ist, wird das sein. Wenn das nicht ist, wird das nicht sein. Irgendwo muss man anfangen. Also, wo immer man gerade ist, da fängt man an. Und da muss man einmal überlegen, was sind meine Prioritäten in diesem Leben? Was muss ich festhalten? Und muss ich wirklich? Oder rede ich mir das nur ein? Und was will ich alles nicht? Ist das wirklich wahr? Oder rede ich mir das alles ein? Und wir sind alle intelligent genug, um das zu erkennen zu können. Körper und Geist und Entstehen und Vergehen sind die beiden ersten Einsichtsstufen von 12. Aber irgendwo müssen wir ja mal den Anfang machen. Und Vergänglichkeit ist eine der drei Daseinsmerkmale. Wir werden nächstes Mal von einem anderen, von dem zweiten Daseinsmerkmal sprechen. Das wäre genug für einen Abend. Wenn Fragen sind, jetzt wäre die Zeit dazu. Also bislang hatte ich also immer die Vorstellung, dass der Geist ja sozusagen eine überpersönliche, vollkommen perfekte, fehlerlose Einheit wäre. Ja. Wenn ich jetzt deinen Vortrag da zugrunde lege, dann stelle ich fest, dass also mein Geist also alles andere als perfekt, überpersönlich und so weiter ist, sondern offenbar eine sehr fehlerhafte, falsch reagierende Form des Geistes ist. Und da hatte ich bisher immer Schwierigkeiten. Ich habe immer gedacht, der Geist wäre per se überpersönlich und fehlerfrei. Ja. Und nun habe ich die Schwierigkeit, wenn ich nun erkenne, dass ich also so einen fehlerhaften Geist habe, ja, jetzt muss dieser fehlerhafte Geist sozusagen am laufenden Band über seinen eigenen Schatten springen, um zu dieser höheren überpersönlichen Form des Geistes zu gelangen. Und das ist natürlich jedes Mal ein Kunststück, sozusagen, dass dieser Geist sich selber läutert, indem er immer ein Stück fallen lässt oder ein Stück ändert. Sehe ich das da richtig? Nicht ganz. Ein Kunststück ist schon, aber es ist ein Kunststück, das wert ist zu machen. Der Geist als solcher, der fehlerfrei ist, ist ja nicht der Geist, den wir kennen. Der Geist, der fehlerfrei ist, ist der Geist eines Erleuchteten. Und der ist dann nicht zugehörig zu jemandem, sondern er hat einfach die Erkenntnis der Wahrheit. Das ist alles, was dann in dem Geist ist, die Erkenntnis der Wahrheit. Und um dorthin zu kommen, muss der Geist, den wir haben, sich frei machen von den gewohnheitsmäßigen Denkmustern, die er hat. Und alles mal, ich möchte sagen, über den Haufen werfen und nur mal die Dinge so anschauen, wie sie wirklich existieren, wie sie wirklich sind. Und je mehr man das tut, desto mehr kommt man der Erkenntnis der reinen Wahrheit, der absoluten Wahrheit näher. Und der erleuchtete Geist hat nichts anderes in sich als diese Erkenntnis der absoluten Wahrheit. Der hat nicht diese Ideen und Pläne und Hoffnungen und Erklärungen und Nichterklärungen. Aber der Buddha hat uns Erklärungen gegeben, damit wir wissen, was wir eigentlich machen sollten. Und in diesem Fall, was ich heute gesprochen habe, ist die Vergänglichkeit zu betrachten. Und nicht dann sagen, ja, natürlich, alles ist vergänglich, also nächster Schritt. Das genügt nicht. Sondern diese Vergänglichkeit so zu sehen, dass sie gefühlsmäßig wird. Das ist der große Unterschied zwischen dem Erkennen und dem Leben können. Wenn es gefühlsmäßig wird,
ein inneres Gefühl, das in jeder Situation sich äußert. In jeder. Dann hat man die Erkenntnis bekommen von der Vergänglichkeit. Ist das so ungefähr? Ja, okay. Ja. Ja, mir geht es auch immer um diese absolute Wahrheit. Und zwar verstehe ich das schon. Absolute Wahrheit ist ja ein Ideal. Aber ist das jetzt nur für einen persönlich gemeint? Oder gibt das jetzt auch dahingehend, dass man sagt, was andere sagen zum Beispiel? Da wird ja häufig belogen und da wird ja alles Mögliche erzählt. Ist das für mich auch wichtig, dass ich dann irgendwie rauskriege, der lügt oder der spricht die Wahrheit? Oder ist das absolut egal? Das geht nur um die eigene absolute Wahrheit. Der Begriff, der ist für mich noch nicht ganz klar. Wenn man merkt, dass ein anderer lügt. Oder wie merkt man das zum Beispiel? Gefühlsmäßig. Die Körpersprache hilft. Und manchmal weiß man es auch aus eigener Erfahrung, dass es nicht stimmen kann. So ist es nur, die Reaktion darauf ist nur Mitgefühl. Der Mensch macht sich das Leben noch schwerer, als es sowieso schon ist. Aber die reine Wahrheit zu erkennen, bedeutet etwas Transzendentales, etwas Überpersönliches. Und in sich die Wahrheit zu erkennen, ist der Weg dazu. Also Wahrheit als Gegensatz zu Lüge, ja, ist natürlich in sich wichtig, in sich selbst zu erkennen. Das heißt, sich so zu erkennen, dass man weiß, dass man sehr häufig sich aus keinem vernünftigen Grund selber unglücklich macht. Und dann Mittel und Wege einzuschlagen, die das, wobei man das nicht weiter tut. Denn sich selber unglücklich machen ist genauso sinnlos, wie unsere Umwelt zu verschmutzen. Es ist total sinnlos, macht überhaupt keinen Sinn, sich selbst unglücklich zu machen. Und dennoch ist beinahe jeder Mensch äußerst praktiziert darin. Wir können das großartig, besser als sich selber glücklich zu machen. Aber sich selber glücklich machen bedeutet nun nicht, sich alles zu gönnen, was man sich leisten kann, sondern die Wahrheit zu erkennen, wie es wirklich ist. Ob andere lügen oder nicht, ist im Allgemeinen nicht so ausschlaggebend, aber wenn man spürt, schon hilfreich, dass man, wenn man es merkt, aber nur mit Mitgefühl begegnen. Noch irgendwas? Ja, bitte. Ich beschäftige mich seit 20 Jahren, also berufsmäßig, mit dem Körper. Ich kann nicht allzu viel verstehen. Könntest du ein bisschen lauter reden? Ich beschäftige mich seit 20 Jahren beruflich mit dem Körper. Und was du gerade gesagt hast mit der Geist ist mehr wert wie der Körper. Habe ich das richtig verstanden? Nö. Werturteile habe ich nicht gefällt. Der Geist ist derjenige, der unser ganzes Leben in Gang hält. Du könntest dich nicht beruflich mit dem Körper beschäftigen, wenn du nicht den Geist dazu erzogen hättest. Wäre unmöglich. Und dann der Geist sagt so, jetzt mache ich das. Ausgeschlossen. Und deswegen kannst du dich dann beruflich mit dem Körper beschäftigen. Erst musst du es mal im Geist fest haben, was du eigentlich machen sollst. Ne? Also ich habe halt so die jüdische christliche Tradition, die lehnt ja den Körper ab. Also habe ich es oft erfahren und ich erlebe auch immer wieder viele Menschen, die überhaupt keinen Bezug zu ihrem Körper haben und ihn eigentlich hassen und ablehnen. Da habe ich so das Gefühl, wie das ist so ähnlich wie mit dem Ego. Ich muss eigentlich erstmal ein Ego haben, dann kann ich es auch loslassen. Aber jeder hat ein Ego. Ja, jeder hat ein Ego und jeder hat einen Körper. Also da ohne die beiden geht's gar nicht. Da wir sie alle haben, dann können wir sie auch loslassen. Aber im Bewusstsein habe ich
das ist ja vielen Leuten nicht bewusst. Hm. Und solange ich dagegen kämpfe, kann ich ihn auch nicht loslassen. Ja, Bewusstsein ist Geist. Bewusstsein ist im Geist, ne? Also wenn der Geist zum Beispiel mal dazu erzogen wird, dass er nicht hassen soll, sondern lieben soll und dass diese Erziehung auch mitmacht und erfolgreich wird bei dieser Erziehung, indem er Geistesschulung, ja, hassen, loslassen, dafür lieben, dann wird er auch den Körper nicht mehr hassen. Wird er gar nichts mehr hassen, eines Tages. Also die endgültige Wahrheit und der Weg der Geistesschulung ist nur beim Geist. Dass man natürlich auch, wir alle haben Körper und sollten ihn auch vernünftig behandeln. Das ist gar keine Frage. Es wird sehr oft mit Unvernunft behandelt, das ist gar auch keine Frage. Und das liegt auch im Geist, ne? Die Unvernunft. Und wenn wir ihn vernünftig behandeln, dann wird er uns gute Dienste leisten. Für vielleicht recht lange Zeit. Und dann haben wir wenigstens diese Hilfe. Der Buddha hat gesagt, dass die Gesundheit eine große Unterstützung ist bei dem spirituellen Weg. Also die Vernunft ist sehr wichtig, dass wir den Körper richtig behandeln. Und eine Bewusstseinsmöglichkeit des eigenen Körpers liegt natürlich im Geist, ist aber auch wichtig. Und es gibt ja Meditationen, die wir auch machen, die sich auf die Körperempfindungen beziehen. Und diese Körperempfindungen sind auch wichtig zu wissen, dass man sich selbst nahe kommt. Aber die ganze Sache steht und fällt mit unserem Geist. Aber deswegen muss man nicht den Körper irgendwie vernachlässigen. Also das wäre nicht vernünftig. Des Buddhas Lehre ist äußerst vernünftig und benutzt gesunden Menschenverstand. Ist nicht abgehoben, sondern es ist pragmatisch, das Pragmatischste, was es wohl an spirituellen Lehren gibt. Also es arbeitet Hand in Hand damit, ne? Ja. Zu dem Thema, vielleicht könnte man sagen, dass sich viele Fehlhaltungen der Psyche, wenn man das jetzt mal dieses Wort statt des Geist nehmen will, eben in Körperreaktionen manifestieren. Mhm. Wenn man dann eben mit dem Körper bewusster umgeht, gefühlvoller, kommt man wieder zurück auf diese psychischen Fehlhaltungen, die natürlich im Geist angesiedelt sind. Möglich. Ich denke, das ist das Problem, das ja angesprochen wird. Wenn man sich dem Körper die Empfindungen nähert. Aber unsere Körpersprache ist eine ganz deutliche Sprache. Die kommt aus dem Geist natürlich. Und unser Gesichtsausdruck ist eine ganz deutliche Sprache. Es ist so, dass unsere verbale Sprache 7% unserer Kommunikation ist. 93% findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Und eine Ebene davon ist der Gesichtsausdruck. Und je älter man wird, desto klarer wird es, was man die ganze Zeit gedacht hat. Weil sich's nämlich eingeprägt hat. Und da kann man erzählen, was man will. Man sieht es ganz deutlich. Also, wenn man den Geist erzieht, dann kriegt man auch die Möglichkeiten, die Körpersprache und die Körperhaltung und die Körpererleben verändern. Aber was der Buddha zum Beispiel gesagt hat, und das darf man dabei nicht vergessen, ist, dass ein unerleuchteter Mensch von zwei Pfeilen getroffen wird, wogegen ein Erleuchteter nur von einem. Und die zwei Pfeile, die einen treffen, sind die Unannehmlichkeiten des Körpers
und der Geist, der darauf reagiert. Und die Unannehmlichkeiten emotionellen dazu. Beim Erleuchteten ist es aber nichts anderes wie der Körper. Der wird auch alt und gebrechlich. Aber der Geist reagiert nicht drauf. Also ja, die Unannehmlichkeiten des Körpers verschwinden nicht. Aber der Geist bleibt gelassen. Und daher der Unterschied auch. Aber natürlich dazu gehört Geistesschulung. Und das, um die geht's beim Buddha. Um die Geistesschulung, ne? Und dass man da viel lernen kann durch die eigene Empfindsamkeit oder Empfindlosigkeit seinem eigenen Körper gegenüber, ist klar. Und das machen wir in der Stück-für-Stück-Meditation. Können aufstehen und die Beine strecken. Um mit der liebenden Güte-Meditation anzufangen, wollen wir noch einmal die Achtsamkeit auf den Atem lenken für ein paar Momente. Wir wollen einmal an all das Gute denken, was in unserem Leben existiert, und dafür dankbar sein. Wenn wir Gesundheit haben, dankbar sein. Das gute Essen, das wir bekommen, das Dach über dem Kopf, die schöne Landschaft, die Möglichkeit, meditieren zu können, die Lehre des Buddha zu hören, Freunde, Verwandte, ein Leben, das viel Annehmlichkeiten bietet, uns alle diese Annehmlichkeiten vor Augen führen und für jede von ihnen innigst dankbar sein, unser ganzes Herz mit Dankbarkeit anfüllen, uns darin wohlfühlen. Uns darin beschützt fühlen. Zu wissen, dass wir das Gute und Schöne deutlich erkennen können. Jetzt richten wir unsere Achtsamkeit auf denjenigen, der uns hier am nächsten sitzt, und sind diesem Menschen dankbar dafür, dass er uns auf unserem spirituellen Weg begleitet. Und durch seine Begleitung die Energie erhöht, die wir diesem Weg geben können. Bin dankbar dafür, dass er auch hier ist. Wir denken an unsere Eltern, ob sie noch am Leben sind oder nicht, und überlegen uns alles, wofür wir ihnen dankbar sein können. Alles, was sie uns geschenkt haben, was sie für uns getan haben, vor allen Dingen, als wir noch nicht in der Lage waren, für uns selbst zu sorgen. Wir schenken ihnen Dankbarkeit und sehen, dass es sie beglückt.
Und wir denken an die Menschen, die uns am nächsten stehen, mit denen wir vielleicht zusammenleben, und sind ihnen dankbar, innigst dankbar, dass sie bei uns sind, dass wir mit ihnen offen und ehrlich sprechen können, dass sie in unserem Leben teilnehmen, diese Teilnahme bezeugen, Interesse an uns haben, sind dankbar für alles Gute, was wir je von ihnen erfahren haben. Wir schenken ihnen unser Herz voll Dankbarkeit. Wir denken an unsere Freunde, Bekannte, Verwandte, wer immer uns da in den Sinn kommt, wir sind ihnen dankbar, dass sie unser Leben teilen, dass sie unsere Freunde sind, dass wir mit ihnen sprechen können, dass sie uns zuhören, dass wir ihnen unsere Freundschaft und Liebe zeigen können. Und schenken ihnen unser Herz voll Dankbarkeit. Und spüren ganz deutlich, wie das unsere Zusammengehörigkeit unterstützt. Und wir denken an all die Menschen, denen wir im Alltag begegnen. Unsere Nachbarn, Arbeitskollegen, Menschen auf der Straße, in den Geschäften. Alle diejenigen, die unseren Alltag bevölkern. Wir sind ihnen dankbar, dass wir mit ihnen in Harmonie leben können, dass wir ihnen unsere Dankbarkeit schenken können, dass wir ein Zusammengehörigkeitsgefühl mit ihnen haben. Und wir spüren, wie sie das beglückt, wenn wir unser Herz für sie öffnen. Wir denken an einen schwierigen Menschen in unserem Leben und sind diese Menschen innigst dankbar dafür,
dass wir dadurch die Liebe und Zusammengehörigkeit auch unter Schwierigkeiten lernen können. Und wir schenken diesem schwierigen Menschen unser Herz voll Dankbarkeit für die Lernsituation, die wir sonst nicht gehabt hätten. Und wir sehen, wie dadurch die Schwierigkeit von uns abgleitet. Jetzt denken wir an all die Menschen, ohne deren Hilfe wir nicht leben könnten. Und sind ihnen innigst dankbar dafür, dass sie unser Leben unterstützen. Zuerst die Bauern, ohne deren Arbeit wir keine Nahrung hätten. Ob wir sie kennen oder nicht, wir sind ihnen dankbar. Und dann die Menschen, die unsere Straßen in Ordnung halten, unsere Häuser bauen, unser Telefonnetz reparieren, wenn nötig. Wir sind allen dankbar dafür. Denn ohne sie hätten wir große Schwierigkeiten. Wir sind Ärzten und Krankenschwestern dankbar, die uns oder unseren Lieben geholfen haben oder überhaupt Menschen helfen. Wir nehmen nichts für selbstverständlich an, sondern zeigen unsere Dankbarkeit, schenken all diesen Menschen unser Herz. Voll Dankbarkeit. Alle Lehrer, die wir je gehabt haben, von allen haben wir gelernt, Neues und Wichtiges. Wir sind ihnen dankbar. Die Menschen, die unsere Kleidung herstellen, transportieren und uns verkaufen. Eine wichtige Hilfe für unser Leben. Wir sind all den Menschen dankbar, denen wir begegnen, mit denen uns Harmonie verbindet, die durch ihre Arbeit unser Leben unterstützen und verschenken unser Herz an all diese Menschen und sehen, je mehr wir davon verschenken, desto mehr haben wir. Und wir richten die Achtsamkeit wieder auf uns selbst und spüren, wie unser Herz angefüllt ist von Dankbarkeit und freuen uns darüber, freuen uns, dass wir die Gelegenheit haben, unsere Dankbarkeit zu empfinden und zu verschenken. Fühlen uns gestärkt dadurch
und geschützt. Gefüllt und umhüllt. Und wir verankern die Dankbarkeit in unserem Herzen, sodass wir jederzeit Zugang dazu haben. Mögen alle Menschen Dankbarkeit in ihren Herzen entwickeln und verschenken.